Liebe Brüder und Schwestern, Jesus hat Petrus die Schlüssel des Himmelreichs übergeben, ihm anvertraut, zu binden und zu lösen. Was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein, und was du auf Erden bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Ja, ein großes Amt hat Jesus Petrus dem Fels übertragen. Und dieses Amt führt auch heute Papst Franziskus aus. Ihm ist es übertragen worden, zu binden, zu lösen, und den Nachfolgern der Apostel. Ja, Jesus schenkt seinen Priestern diese Vollmacht, Sünden zu vergeben, damit wir in der Freiheit der Kinder Gottes leben können. Und Jesus baut seine Kirche auf, bis heute, aus uns, aus lebendigen Steinen zu einem geistigen Haus. Was für ein tröstliches Wort, die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ja, es gibt anscheinend, wie Jesus sagt, Mächte, die wider Gott kämpfen. Ja, die Mächte des Bösen, sie sind aktiv. Heute merkt man das mehr denn je, wo unschuldige Menschen von Terroristen in die Luft gesprengt werden, wo Menschen im Namen Gottes einander Gewalt antun, einander töten. Ja, auch da ist das Böse wirksam. Die Lüge, der Vater der Lüge, der Teufel, ist aktiv, versucht die Menschen zu verwirren, sie vom rechten Weg abzubringen. Ja, er versucht, die Kirche zu zerstören, den Glauben zu vernichten, damit wir nicht mehr auf Jesus schauen, nicht mehr ihm vertrauen, sondern unseren eigenen Plänen und Ideen, ja dem, was die Welt anbetet, damit wir uns falsche Götzen suchen, falsche Götter machen, dem Materialismus huldigen, dem Diesseits und darauf vergessen, dass wir für die Ewigkeit geschaffen sind. Aber Jesus, er hat die Hölle besiegt, er hat den Teufel überwunden, er hat für uns, ja, den Tod vernichtet, er schenkt uns Anteil an seinem göttlichen Leben. Und so fragt der Herr jeden von uns ganz persönlich: Wer bin ich für dich? Ich denke, das ist die zentrale Frage für unser Leben, für unseren Glauben, für unser Christsein. Wer ist Jesus für mich? Ist Jesus für mich einfach nur ein guter Mensch, ein besonders weiser, wohltätiger Mensch, ein Idealist, der letztlich gescheitert ist? Ist er nur ein Wundertäter, ein Mensch, der mit übernatürlichen Kräften ausgestattet war? Oder ist er mehr? Ist er für mich auch der Messias, der Sohn Gottes, der Retter und Erlöser? Ja, Jesus fragt: Wer bin ich für dich? Und bist du bereit, mir zu folgen, mir zu vertrauen? So wie Petrus, der Apostel, so wie unzählige Menschen. Ja, ist er für uns wirklich Sohn Gottes? Der, der für uns den Tod überwunden hat, der uns Anteil schenkt an seinem Leben, glauben wir, dass er wirklich auch für uns auferstanden ist und dass wir mit ihm auferstehen und ewig leben werden? Ja, er ist der Sohn Gottes. Nur er kann uns wirklich Freiheit schenken. Ja, wie können wir
diesen Glauben an den Herrn festigen? Wie können wir stark werden in diesem Vertrauen? Ja, und wenn Jesus Petrus die Schlüssel des Himmelreichs überlassen hat, so hat er auch uns sozusagen einen Schlüssel gegeben, auf den uns immer wieder die Gottesmutter Maria hinweist. Dieser Schlüssel ist das Gebet. Nur im Gebet vertieft sich der Glaube, vertieft sich die Gemeinschaft mit Gott. Nur durch das Gebet kann diese Gemeinschaft mit Gott, diese Einheit mit ihm gefestigt werden, stark werden. Ja, im Gebet empfangen wir Licht und Weisheit. Und so hat es auch einmal ein Philosoph ausgedrückt, Peter Wust. Ja, der eigentliche Schlüssel, der Zauberschlüssel sozusagen zur Erkenntnis Gottes, zur Gemeinschaft mit ihm, zur wahren Weisheit, ist das Gebet. Es geht über alle philosophischen Gedanken hinaus, weil im Gebet der Heilige Geist uns sein Licht schenkt, uns mit seiner Weisheit erfüllt. Niemand hat die Gedanken Gottes je erkannt. Niemand kennt Gott, außer dem, der von Gott gekommen ist. Jesus hat uns den Vater offenbart. In ihm begegnet uns sozusagen das Antlitz des Vaters, seine Menschenfreundlichkeit, seine Güte, seine Gnade, sein Erbarmen, seine Liebe. Ja, in ihm, in Jesus offenbart sich dieser verborgene Gott, offenbart er uns seine Gedanken, seine Heilspläne, ja sein Herz sozusagen, das in Liebe zu uns, zu allen Menschen, zur ganzen Schöpfung brennt, weil er alles aus Liebe und für die Liebe geschaffen hat. Ja, kommen wir mit neuem Vertrauen zum Herrn und nehmen wir uns wieder mehr Zeit fürs Gebet, damit wir wachsen in der Erkenntnis Gottes, in der Gemeinschaft mit ihm, damit wir Kraft finden in allen Herausforderungen des Alltags, damit wir den Glauben bewahren, damit auch wir Zeugnis geben können von Jesus, dem Sohn Gottes, damit auch unser ganzes Leben es ausspricht: Herr, du bist der Sohn Gottes, du bist unser Retter und Erlöser, du bist der Messias, du bist unsere Auferstehung, unser Licht und unser ewiges Heil. Amen.